Hallo und herzlich willkommen zu einem Video von mir, Bettax, hier in Minecraft. Ich bin wieder auf der Blumenwiese und baue heute meinen Stall weiter. Let's go! So, wenn wir mal weiterlegen, ich habe ein bisschen Leben noch, Lebensziege noch gefarmt und gebastelt. Das will ich mal erstmal die Wand hier fertigstellen, dass wir das mal zu Ende haben. Habe ich die Gerüste eingepackt? Ja, habe ich, okay. Aber die werde ich ja gleich brauchen, das schaffe ich ja so nicht. Ja, mal gucken, wie weit ich jetzt hier hochkomme. Zack und zack. So, dann brauche ich jetzt die Gerüste. So. Das brauche ich natürlich nicht mehr. So, zack. 1, 2. So. Und das da hier drüben nochmal. Und da oben habe ich natürlich jetzt den hingebaut. Der passt da ja nicht hin. Das war nicht so schlau. Warte mal. Obwohl es ist eigentlich außerhalb von dem Bereich, ne? Gleich nochmal gucken. Den zu weit gemacht, ne? Ach, hey, warum fällt es so da? Ich habe hier oben einen zu. Den habe ich zu viel gemacht. So sieht das aus. Und dann muss der da auch wieder hin. Aber nicht so rum. So. So muss er hin. Die Frage ist, lasse ich das jetzt zu groß hier oben? Aber eigentlich kann ich das ruhig lassen. Kann ruhig offen bleiben hier oben. Sieht ganz cool aus eigentlich, die Größe. Zack. Dann habe ich mir noch ein paar Zäune gemacht. Aber vorher möchte ich hier noch jeweils drei Luken einpacken. So, und dann, damit man nicht runterfällt, kommt jetzt an der Seite noch ein paar Zäune hin. Da muss der noch ein bisschen Licht schaffen hier. Okay, das ist nicht das Problem. Genug Fackeln da. Da kommt später noch Laternen hin. Eine da. Hier und hier. Das haben wir auch noch genug, um die Wände hier zu vervollständigen. Muss ich das Dach auch noch mal ein Stück wegnehmen. So. Aber jetzt ist schon zuvor hier alles zugemacht. Muss natürlich die Mauer sein, die bis dahin hochgeht. So, das da hier drüben nochmal. Habe ich das nämlich auch gemacht. Aber keine Panik, wir brauchen die noch oft genug. Ich baue halt oft Häuser mit den Steinen. Es wird nicht verschwendet. Sagen wir es mal so. So. Reicht es. Es reicht. Cool. Jetzt haben wir das hier oben auch fertig. Hier ist der Aufstieg. Kann man eine Luke drüber packen. Dann hat man hier den Bereich, wo man was hoch und runter geben kann. Hier vorne ist der Kran. Ich habe jetzt hier kein Holz drüber gemacht. Das hatte ich eigentlich im Ursprung, aber ich glaube, das sieht so auch nicht schlecht aus, oder? Da oben fehlt auf jeden Fall noch einiges, sehe ich gerade. Eieiei. Okay. Gehen wir hin. Haben wir gar genug abgebaut. Kann man dich da hinsetzen? Hallo. Na gut. So, machen wir das so rum. Das geht so nicht. Oder ich mache hier doch Holzlank. Also ich hatte im Ursprung eigentlich auch Holzlank gemacht. Aber wir können ja mal gucken, wie das jetzt aussieht. Irgendwie auch was für dich. Dadurch, dass hier die beiden Stelzen praktisch jetzt nach oben gehen mit der Rundung, hat das irgendwie auch was. Sehr großer Lagerraum. Ups. Okay. Ich lasse das ja erstmal. Kann man immer noch ändern. Das müsste ich eigentlich mal zusehen, dass ich die Pferde hier bekommen. Wobei ich die, glaube ich, so nicht da reinkriege. Werde ich hier schon mal aufmachen. Dann würde ich die mit der Leine herführen müssen. Und ich habe mir leider nur eine Leine geholt. Wir holen gleich nochmal eine zweite. Ich hoffe, ich finde hier aber eine. Oder ich muss da oben in die Burg. Weil wenn ich zwei Pferde habe, muss ich hier anbinden. Jetzt laufen wir die weg. So. Hier habe ich eine Leine.
und hüpfe im Bett rum. Ich sehe das schon. Ich habe hier auch schon ein bisschen geebnet. Da war ja von noch ein kleiner Berg. Das habe ich auch schon weggenommen, weil ich das ja brauche später fürs Rathaus. Vorbereitet. Ich habe auch hier den Brunnen noch ein bisschen angepasst, weil mir das zu einfach aussah. Das habe ich ja schon erzählt, dass ich hier welche eingesetzt habe. Mit dem bin ich immer noch nicht ganz sicher. Das muss ich mir noch mal in Ruhe angucken. Mal schauen, ob ich irgendwo noch eine Leine finde. Ich brauche eine Leine. Ich weiß gar nicht, wie macht man denn eine Leine? Da brauchst du mehrere Seile für, bin ich der Meinung. Ich schaue noch mal hier oben, ob ich eine Leine habe. Eine Leine, das ist alles nur Holz. Gut zu wissen, dass sie viele Sticks sind. Da ist auch keine Leine. Ich habe das Gefühl, ich muss da auf die Burg hoch. Das. Ah, guck mal. Ha. Ich nehme beide mit. Sind hier wieder welche Leute, die nicht hingehören? Nee, alles gut. Okay. Kann man nur, wo der Endermann da seinen Block hin geplaced hatte. Jetzt holen wir mal die Pferdchen. Oder das erste Pferdchen. Und dann rein in den Stall. Das wird schon dunkel. So, wir fangen mal mit euch hier an. Hallo ihr zwei. Leine. Festmachen. Leine. Kommst du jetzt mit? Wenn ich dich jetzt mitziehen? Komm. Na komm. Ich bin ja nicht böse zu dir. Ach, da kannst du nicht hoch, ne? Ah, okay, dann gebe ich hier lang. Komm. Komm mit, Papa. Na komm. Kommst du dein neues Zeug? Guck mal hier, ein schönes Haus für euch Pferdchen. Guck mal, nur für euch Pferde. Ist das nicht cool? Muss ich natürlich das richtige nehmen, das habe ich ausgepackt, ne? Ich bin auch schlau. Will ich da mein Bett? Ist mein Bett immer noch. Mein Baustellenbett und nicht deins. So. Und nichts anderes. Und ich brauche jetzt den hier und die hier. Da habe ich nur die 6 Stück. Man kann sagen. Ich muss doch mehr Zauntüren haben als die eine. Zack. Und zack, jetzt kann ich nämlich das Seil wieder wegnehmen. So. Und das nächste Mal. Sehr schön. Am Ende macht man die Tür dann wieder richtig zu. Und jetzt? Komm mit mir, komm, schusch. Hey, ich hab dich doch eingeleint. Frechdachs, komm mit. Na komm, Feini. Na komm, ja. Feini, komm mit. Ja, guck mal, dein neues Zuhause. Na guck mal. Ja, nur für euch Pferde. Komm mit. Wo möchtest du gerne hin? Möchtest du neben deinen Kampf? Kompasen daneben. Willst du hier hin? Guck mal. Willst du da hin? Komm her, hier. Komm her. Ja, willst du da hin? So. Und du willst da nicht rein. Du sollst abhauen. Verpiesel dich, Junge. Ich muss ein zweites Pferd mit rein. Jetzt laufen da die ganzen Dorfbewohner rum. Das mag ich ja gar nicht. Die haben da gar nichts zu suchen. So, das waren die ersten zwei. Einmal festmachen. Und das zweite... Ja, ist ja gut. Ich will das zweite mitnehmen. So. So, komm mit. Ja, auch zwei gleichzeitig mitnehmen. Ich weiß das gar nicht. Ich mach das mal einzeln. Na komm. Komm, Braun, ja. Komm. Ja, komm. Komm zu deinem Kumpel. Der hat die gleiche Farbe wie du. Komm mit. Na komm. Komm. Hier, guck mal. Da. Komm hier rein.
Komm mal hier rein. Da beide dran. Und das beide da rein. Komm, rein da mit dir. Du twitzt da draußen. Na komm. Ja, ist ja gut. Geh einmal rein da, komm. Kumpel, einmal rein da. Rein, habe ich gesagt. Zack. So. Sollte ich ja beide frei bewegen da drin. Ist alles kein Problem. Vielleicht mache ich auch draußen auch noch einen Gehege, dass sie raus können. Aber ich habe gedacht, so ist das auch ganz schick. Viele Pferdchen in einem großen Haus. So. Kann man auf dir schon reiten? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, hier kann keiner auf dem Pferd reiten. Na toll. Zauber kann ich haben. So. Na komm. Komm mit Schimmel. Komm mit Schimmel. Komm, 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 komm. Ja, komm. Ja, fein. Ja, komm. Kriegst auch Karotten noch von mir demnächst. Komm, komm her. Komm her. Genau. Und jetzt hier hinterher. Komm mit. Na komm. Na komm. Kann man bestimmt alle noch züchten. Oder dazu dressieren, dass sie auch einen Sattel tragen und man mit ihnen reiten kann. Das habe ich noch nie gemacht, eigentlich mich damit zu beschäftigen. Müsste ich einfach mal machen. Ja, aber mache ich das auch mal. Und habe ich schon mal? Ist schon lange her. Das kann auch sein. So, jetzt gehst du damit. Nein, rein mit dir, komm. Richtig rein da. Richtig rein. Komm, richtig rein da. Mächtig Butterbum. So. So. So, ihr drei. Vier habe ich schon mal. Zwei Schimmel und zwei braune. Jetzt haben wir noch mehr Pferdchen. Dann haben wir wieder Abschnitt geschafft. Kann ich nämlich hier alles abbauen. Das ist schon mal sehr schön. Da habe ich Platz für den nächsten Kram. Wieso kann ich den nicht anschneiden? Echt nicht? Ach, der ist angeschnallt. Sag das doch. Jetzt kommst du mit. Komm. Grauer. Grauschimmel. Komm. Ich packe auch wieder beide in einen rein, glaube ich, weil die gleich aussehen. Der Weg ist gerade, kann man schon rückwärts laufen. Kann ich ein schönes Auge behalten. Na komm. So, aufpassen. Wo muss ich rum? Hier. Nicht zu weit laufen, nicht, dass wir beide bei den Fröschen reinfallen. Kriege ich das Pferd die wieder raus. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, unsere Frösche. Ich bin jetzt gar nicht sicher. Oh, komm schon, nicht dein Ernst, komm. Nicht dein Ernst, komm. Komm, 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 komm. So, hier rein, zack. Ich hole jetzt deinen Kollegen. Den Kollegen. Fest. So. Und den anderen. Den befreien wir jetzt hier. Komm. Komm mit mir. Komm, 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 komm. Jetzt habe ich ein Gehege zu viel gemacht, ne? Ja, mal schauen. Vielleicht finden wir noch ein Pferdchen, was da rumsteht. Kann auch einer frei bleiben. Es muss doch nicht alles belegt sein. Ja, komm. So schlimm ist das nicht. Du bist ein Hübscher. Oder Hübscher. Weiß man ja bei Minecraft aber nicht. Was Männlein, was Weiblein ist. Komm. Ein Esel wäre noch cool, wenn ich einen Esel mal finden würde. Auch jetzt schon wieder, dein Ernst. So dämlich wie dein Kollege. So, damit ran. Beide rein da. Nein, beide rein, habe ich gesagt. So. So. Sehr schön. Oder auch nicht. Na, jetzt zwei. Jetzt könnt ihr euch beide da schön austoben. Seid ihr nicht so alleine. Und ihr seid sowieso nicht alleine, weil ihr rundherum noch die anderen habt. Das ist doch schön. Ich weiß, die Boxen sind ziemlich klein, aber die richtigen Pferdeboxen sind auch nicht viel größer, wenn ich mich recht entsinne. Komm. Ja, fein. Komm.
letzter Gang und dann kann ich das zumachen. Dann müsste ich noch die ganzen Strohballen machen, die ich da oben reinlegen möchte. Die Frage, ernte ich mein Feld ab oder fahre ich mit Schiff und suche mir ein Dorf und klau das da? Oder habe ich sogar irgendwo noch was? Ich weiß das gar nicht. Na, bist du auch dabei? Oh Junge, komm, 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 komm. Na komm, geh bitte rein. Rein mit dir, komm. Da rein sollst du. Da rein. Nicht wieder raus. Rein sollst du. Dann bist du widerspenstig hier. So. So. Jetzt brauchst du auch nicht angeschnallt sein. Okay. Ja. Ah, warte mal. Das kann ich hier nicht machen. Das heißt, ich muss mir jetzt überlegen, wie ich das hier mit dem Fußball machen kann. Kann ich hier den Weg so machen? Habe ich mir überlegt. Nur bei der Tür geht das nicht. Das heißt, da muss ich irgendwie hier zum Beispiel den Lehmblock unterpacken. Okay. Das schnellste Weg, eine Tür abzubauen, ist, nimm den Boden weg. So. Zack. Nehmen wir uns nochmal zwei Lehmblöcke. Da habe ich ja noch genau zwei Stück. Dann brauche ich meine Falltüren für die andere Seite. Die kann ich wegpacken. Kann ich wegpacken? Nee, die Tür brauche ich ja noch. Die Tür brauche ich vorne und hinten. Wenn sie vorne nicht mehr sein sollte, die nehme ich auch nochmal mit. Und dann gebe ich hier hin. So. Und dann die Tür daran. So. Das gleiche muss ich jetzt hier vorne nochmal machen. Die Falltüren. Den stört das gar nicht. Also die stört das gar nicht. So. Ah, okay, da kann ich das. Ich brauche noch mehr von den Blöcken. Habe ich echt keine mehr. Bitte, bitte, bitte. Ich habe höchstens die nehmen. Das ist doof. Das ist doof. Ich habe die noch, habe nur kein Getreide mehr. Tja. Dann sehen wir erstmal zu, dass wir das jetzt zumachen. So. Hier oben könnte ich auch noch mal den Bogen basteln. So. Und sowieso habe ich davon noch von den Schwarzeichen. Habe ich nicht mehr. Ich habe da noch Holz, habe ich davon noch? Ja. Also. Mal sehen, wie das aussieht. Habe ich noch Falltüren von denen? Nein. Und dann liegt wieder in meinem Bett. Ich fasse nicht. So. Immer in meinem Bett. Wo ich denen gar keine Arbeitsbereiche zugewiesen habe. Ah, das geht nicht für die Falltüren. Okay. Stimmt. Das funktioniert so nicht. Das muss so bleiben. Okay. Leider nicht. Das ist von außen sieht schick aus. Vorne sieht es nicht ganz so toll aus. Mein Bett. Nicht mein Bett. Puh. Ich bin am längeren Hebel. Du hast gar keine Chance. So, Operation. Fangen die Pferde ein, ist damit beendet. Die Pferde sind hier alle drinne. Kann ich hier nochmal das Gehege fertig machen? Zack. Das Licht fehlt ja noch ein bisschen. Und oben die Strohballen und dann nochmal zweimal Lehmblöcke. Aber das kriegen wir auch noch hin. So. Ist die Frage: Habe ich irgendwo die Möglichkeit, hinten diese Absturzsicherung zu machen? Hallo? Darf ich von denen keine Zäune machen? Mauern, Entschuldigung, Mauern. Oh, sag mal, was ist denn los mit mir heute hier? Zack. So. Denn ich habe jetzt das hier hinten noch offen. Ah, da muss ich aber keine Zäune nehmen. Ich muss die Pforten nehmen. Die Pforten muss ich nehmen. Davon habe ich natürlich keine mehr, aber ich habe noch Sticks. Und ich habe noch davon was. Kann ich noch so Sticks machen? Und jetzt machen wir hier Zauntüren.
Und das Ganze in Fichte. 6 Stück ist nicht viel. Ich muss da noch mehr machen. Ich kann aber gucken. Ich finde das ein bisschen doof, dass die runterfallen können. Passt nicht, ne? Oh, ich hab's geahnt. Verdammt. Das ist doof. Das ist doof. Den dahin, den dahin, den dahin. Dann habe ich da 3, dann habe ich 4. Das ist auch doof. Ich könnte aber auch 2 nebeneinander machen, ne? Fehlen mir immer noch 2. Aber dann fallen die nicht mehr so tief, wenn sie da runterfallen sollten. Schon habe ich noch welche, das sind nur Zäune. Aber ich, na, das bringt mir jetzt auch nichts. Oh, Sticks, Sticks, Sticks. Ich weiß, wo ich Sticks habe. Hab ich davon gesehen. So. Nochmal 9. Holz habe ich auch noch ein bisschen. Der holt mal Sticks. Die Sticks sind ja hinten bei meinen. In der Trading Hall. Eins der ältesten Häuser oder das erste Haus, was ich hier gebaut habe, nicht der Meinung. Das war das erste Haus, weil ich gesagt habe, ich brauche auf jeden Fall etwas zum Handeln. Noch Sticks habe ich hier. Aber auch keine Pforten, ne? Habt ihr das schon mal gesehen? Können wir mal kurz reingehen. Ich habe dann hier meine Bereiche. Dann kann man sehen, was man da kaufen kann. Ich habe immer nur 2 angegeben, wenn ich 2 wusste. Die wichtigsten halt, ne? Kann man wieder handeln gehen. Nach Möglichkeit immer das Höchste, was man kriegen kann. Und das habe ich auf 3 Stockwerken. Da aber dann nur einseitig. Aber das reicht auch. Ich habe hier noch 2 frei, aber ich weiß nicht, was ich noch brauche, was wirklich sinnvoll wäre. Es gibt so viele Sachen, die ich noch nie benutzt habe. So, mache hier nochmal ein paar Stück davon. Werde ich immer wieder brauchen. Dann machen wir erstmal den Bereich davon jetzt fertig. Vielleicht setze ich dann auch ein Haus hin, was praktisch genau da an der Kante stoppt. Das wäre auch nicht so verkehrt. Jetzt kann ich hier die ganzen Zäune und so wegnehmen, weil ich die Gehege nicht mehr habe an der Stelle. Das ist schon mal gut. Wenn man nicht mal aufpasst, dass einer runterfällt. Wo habe ich denn meine Fackeln? Ich möchte hier schon ganz gerne ein bisschen Licht lassen. So. Man muss jetzt Stück für Stück das Dorf umbauen, dass man die Flächen bekommt, die man haben möchte. So. Essen. Immer muss ich mir den Turm auch mal genauer angucken. Ich sehe ihn immer nur von außen und von den Videos von Busi, aber richtig selber angeguckt habe ich mir noch nicht. Sollte ich vielleicht auch mal machen. So. Ich kann ja nächstes Mal eine Rundtour machen als Video. Vielleicht das nächste Video mal eine Rundtour machen, dass ich auch mal bei Gul vorbeischaue, dass ihr das sehen könnt, was die anderen so gebaut haben. Stand zeigen. Sascha ist auch noch mit dem Haus. Würde im Moment alle nicht so viel Lust hier zu spielen, weil die Streamer nie da ist. Was ich auch ein bisschen verstehen kann. Ist da ein bisschen die Luft bei den Leuten raus. Was ein bisschen schade ist. Jetzt baue ich hier irgendwie alleine. Lasst mich alle alleine. Naja, dafür habe ich schon gut geschafft. Jetzt habe ich auch die Fläche hier vorne schon mal vorbereitet, wo ich das Rathaus dann setzen könnte oder die nächsten Häuser rein. Wie gesagt, entweder hier oder drüben das Rathaus. Für die schmalen Gassen macht das, glaube ich, hier nicht so viel Sinn, weil hinten ist das Stall ist. Und der ist auch ganz gut geworden. Ich muss auch zusehen, dass ich den Boden wieder bis uneben schaffe, weil ich das eigentlich nicht so komplett gerade haben wollte. Das ist eigentlich hell genug oben. Mir gefällt das dann schon ganz gut.
natürlich noch gleich mal gucken, dass ich den Schleifstein bekomme. Kann man schlafen? Ist es Nacht? Nee, noch nicht. Okay, was brauche ich denn für einen Schleifstein? Ich habe das irgendwie nicht im Kopf. Da ist er. Ich brauche einmal glatte Steinstufe, habe ich nur zwei dabei. Ist eigentlich nicht viel, ne? Ich brauche nicht viel dafür. Ich brauche fast gar nichts dafür. Kann ich doch einfach hier abbauen. Hätte ich schon mal drei Stück. Und aus drei Stück macht man Stufen. Sehr schön. Schleifstein. Eigentlich brauche ich zwei Stück. Kann ich sogar machen. Cool. Weil ich möchte hier drin noch eine Schubkarre hinbauen. Habe ich meinen. Ne, habe ich nicht mit. Habe alles freiwillig rausgepackt. Was brauche ich denn nochmal für Kompost? Da ist er. Kann ich sogar bauen. Zack. Sehr gut, weil ich wollte ganz gerne Schubkarre einsetzen. Damit hätte ich hier auch zwei Berufe drin. Obwohl, wenn ich jetzt darauf setze, dann ist das Problem wieder, dass er mir den Weg kaputt macht. Damn. Sollte ich vielleicht auch doch mit Lehm und so ein bisschen den Fußboden mal gucken. Das ist hier ein Beruf. Die können hier aber nicht reinhüpfen. Können wir hier drauf schlüpfen. Und das gleiche will ich jetzt oben auch nochmal machen. Das ist richtig, dass es noch nicht eingepackt, ne? Immer was Neues. Gerüste. Ja. So, jetzt kann man noch Ketten anmachen. Und dann kann man noch was draufpacken. Dafür muss jetzt aber ganz viel Getreide erstmal haben, damit ich ein paar Blöcke machen können, weil die wollte ich jetzt gerne oben reinpacken, wenn du dann oben hochgehst auf den Speicher, dass da auch viel Stroh liegt. Wird schon wieder Nacht, sie versammeln sich wieder. Wenn du dich damit beschäftigst, Städte zu bauen für Villager, lernst du viel über Villager. Aber hier ist noch nicht viel gewachsen. Das lohnt sich noch nicht. Ist unheimlich aus, habe ich da wieder welche Fremden, die da rumlaufen. Noch sehe ich keinen, höre ich keinen. Aber hier war ja welche drinne. Schon öfter. War jetzt hier schon lange nicht mehr. So. Ne, sieht gut aus. Das sieht gut aus. So. Hallo. Oh, das ist ganz schön kaputt. Habe ich irgendwo Eisen? Habe ich noch irgendwo Eisen? Bestimmt. Muss ja nicht kaputt gehen. Oh, ich habe so viel Eisenbullen drum laufen. Obwohl bei den ganzen Bewohnern so viel wie ich hier habe und wie groß die Fläche ist, braucht man die vielleicht auch. Wahrscheinlich wird immer einer erschaffen. Für die Leute. Und dann rennt er weit weg. Und dann ist wieder keiner mehr da und dann schaffen sie neun. Genau so wird das sein. Ich kenne die Jungs hier. Da. Hier wir nochmal den Golem heil machen, ne? Ein bisschen Eisen. Eine Eisenfarbe, das wollte ich auch noch bauen. So, lass mir mal vorbei. So, bitteschön. Kannst du mir Danke sagen. Das Bett ist jetzt meins. Auch diese Räume, die ich jetzt hier gemacht habe, hier für die Tierfarm und sowas, das sind ganz simple Häuser. Da habe ich irgendwie eigentlich gar nicht viel Stil eingebaut auf das Dach. Auch das Haus hier sind ganz simple Häuser. Was hast du denn anzubieten hier? Mal schauen. Kleinblöcke, da könnte ich Seelaternen drauf wachsen lassen. Ne? Wo die kann ich auch selber ernten, aber von der Sache her. Und jetzt ein paar Smaragde hätte, könnte ich mir das kaufen.
Schade, dass die Händler nicht dauerhaft irgendwo bleiben können, dass die immer weglaufen. Ah, ich habe keine Smaragde. Okay, dann hat sie das erledigt. So, dann haben wir jetzt die Scheune. Die Ketten könnte ich noch machen. Habe ich noch wo Ketten? Ich habe nicht genug Eisen jetzt, ne? Das wäre das nächste, wahrscheinlich die Eisenfarm bauen. Wollte ich auf das Schiff machen, so wie das Dragon gemacht hat. Ich habe es leider nie so ganz mitgekriegt, wie sie es gemacht hat. Deswegen bin ich da nicht so ganz firm drin. Und ich habe auch schon ein bisschen rumgespielt, rumgedoktert. Aber so ganz hingekriegt habe ich das noch nicht. Ich brauche auf jeden Fall noch Lehm. Den Fußboden. Oben in der Scheune. Dafür brauche ich Getreide. Genauso wie die Blöcke oben. Deswegen, oh, ich müde bin ich auch. Ich gehe schon die ganze Zeit. Ich hoffe, das kriegt er nicht so mit. Und daher werde ich jetzt wahrscheinlich auch das Video beenden. Haben wir auch wieder eine halbe Stunde rum. Jetzt haben wir hinten schön unsere Scheune. Mal gucken, wie sie von hier hinten aussieht. Ich finde, die ist ganz schön geworden. Und er guckt. Ich finde, die hat was. Ein sehr großes Haus. Mal aufs Dach von der Kirche. Mal gucken, wie das von oben aussieht. Wenn es von oben steht, kann man immer am besten gucken, finde ich. Und man kommt sogar nach ganz oben, oder? Nee, nicht ganz. Okay, bis hierhin komme ich. Kann man sich das hier nochmal angucken. Sieht ein bisschen aus wie ein Gesicht. Da sind zwei Augen, die hohe Stirn, das Haar und der Mund. Hochkant. Oder die Nase. Ist der Magierturm. Wie das wird der Park. Hier vorne das Rathaus hin, denke ich mal. Vielleicht auch mit ein bisschen Platz davor und dahinter, dass man vielleicht so einen Park nochmal dazu packt mit vielleicht so Rundgärten, sowas vielleicht mit Sitzbänken. Also unten kommt auch ein Park hin, aber hier oben dann der schöne Park, der zu so einem Rathaus dazu passt. Oder vielleicht mal auch ein Rathaus mit einem Innenhof. Das muss ich mir nochmal genau überlegen. Also muss ich mir einen Plan machen. Das da oben habe ich mir in Excel vorgezeichnet gehabt, wie ich das ungefähr haben wollte. Habe ich dann kreativ hier vorgebaut und jetzt hier vollendet. Und damit sage ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und beim nächsten Mal gucken, was ich als nächstes baue. Ob ich das aufnehme, wie ich jetzt die Strohballen mache. Ich glaube, das macht nicht so viel Sinn. Und auch die Ketten ranhängen und den Aufzug vorne ran zu machen. Das kann man vielleicht so nebenbei mal machen oder eben zeigen, wenn es fertig ist. Mal gucken, was ich als nächstes mache. Vielleicht die Eisenfarm oder ich habe auch noch einen Spin-Spawner, den ich jetzt gerne zu einer Farm umbauen wollte, dass ich hier mal ein bisschen vorankomme, weil Eisen ist ja auch mal Mangelware, wenn man nicht Ewigkeiten suchen möchte. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.